Sir, da bin ich schon wieder. Naja, ich nehme lieber meine normale Stimme. Ja. Beim letzten Mal, was war denn beim letzten Mal? Oh, ist das schon lange her? Das ist schon zu lange her. Wir haben, glaube ich, die, ja, was haben wir denn? wir haben die Schattenkäfer geholt. Stimmt, jetzt müssen wir in den Wald. Der war ja verschlossen, haben wir den Schlüssel geholt. Jetzt ist offen. Ich bin so gut. So, in die Höhle. Ne, jetzt guck mal. Jetzt habe ich gerade angefangen selber zu. Ich schaff's aber auch immer wieder. Ratte, piss dich. Keine bösen Wörter. So. Jetzt sind wir im Wald von Firo. Zumindest der Große. Boah, das voll Gas ist. Oh mein Gott, hat einer Blähungen. Boah, aber wir kennen ja einen ganz einfachen Trick. Der Wetter. Und auf einmal stehen wir natürlich wieder am Anfang. Es kommt eine Katze. Mein Glück. Affe hat Lampe geklaut. Wedelt damit doof rum. Vertreibt Gas. Okay. Oh, wen haben wir denn da? Der hat dir glatt die Lampe geklaut. Nur weil du nicht aufgepasst hast. Jetzt bin ich wieder schuld. Du kannst auch mal was machen. Mit einer Mama, Oma was. So. So, jetzt müssen wir immer nah an dem Affen bleiben, damit der uns den Weg frei macht. Keine Ahnung, wieso wir das selber nicht können, aber der Affe muss es machen. Naja. Wird schon seinen Grund haben. Und wir müssen ihn übrigens auch vor Gegnern besiegen. Ja, sogar in dem Gas entgegen. Das ist eine Truhe, wie ich gerade sehe. Interessant. Oder? Das ist eine Truhe, ja. Gut. Das dauert eigentlich am längsten, um zum Tempel zu kommen. Oh, habe ich gespoilert? Egal. Ich bin auch schon auf dem Weg. So, siehste. Fledermaus kaputte Macht. Eine Fledermaus. Ja, was wollte ich noch sagen? Und zwar wird nächste Woche Montag, also beziehungsweise am 1. April? Oh nein. 1. April. Wird Moritz kommen. Touché. Ja, ich sag immer Touché, weil er heißt mit Nachnamen halt Touché. Tusche, nicht Touché. Mann, ich sag Touché. Sein Nachname ist Tusche, nicht Touché. Ja, verzeiht, dass ich Anne und Nase hochziehe irgendwie. Aber, wow. Okay, mit der habe ich nicht gerechnet. Ja. Okay. Bla, bla, bla. Weiter geht's. Hier geht's hoch. Ich weiß ganz genau. Ja, sehr. Leute, wedel nochmal. Ja, wie schön. Ja, machst du super. Geh weiter. So. Hier oben auch nochmal wählen, ja, weil hier oben ist ja gefährliches Gas, was eigentlich schwerer ist als Luft. Toll, Lampe kaputt. Ja, haut da erstmal ab, ist gut. So, aufheben. Nee. Du findest die Lampe wieder, allerdings hat sie kein Öl. Der Affe hat alles verbraucht, um dir den Weg zu zeigen. Ich hätte das auch selber gefunden, weil da unten ist eine Karte, aber nein. Egal. Touché, ha. Na, auf jeden Fall wird er kommen und wird mich hier begleiten. Eventuell machen wir noch ein kleines Special, worauf ihr euch freuen könnt. Und hier ist gerade Dämmerlicht. Nein! Ich töte euch. Stirb. Schön daneben, ja, du Idiot. Oh, ein blauer Rubin ist immer gut. Ja, er ist 5 Rubine wert, weiß ich doch. Zum Glück kommt das bei den Grünen nicht, das würde ja nerven. Aber da wir... willkommen, kauf was. Ja, das werde ich auch tun, und zwar Milch halb voll, nein, ich brauche die Lampe. Und zwar werde ich Öl. Das ist, glaube ich, Öl. Öl. Die Lampe ist voll. Weglegen. Das Witzige ist, wenn man jetzt einfach rausgeht... Hey, du da, komm her, du gefälligst...
etwas Geld da rein. Ja, ist gut. Ja, und er greift mich an. Wie viel kostet das denn? 20? Glaub schon. Kradieb. Was? Wieso? Ansehen. 20, meine ich doch. Gut. Toll. Jetzt muss ich Leben Herzen suchen. Und ich krieg natürlich nur Rubine. Meine Geld ist immer gut, aber manchmal ist Energie auch besser. Naja. So, dich machen wir auch noch kaputt. Ihr werdet wahrscheinlich gerade diesen goldenen Wolf gesehen haben. Ja. Für die, die das Spiel noch nicht gespielt haben, und das sind, glaube ich, die wenigsten. Dieser Volt... Ah, Herz. Dieser Volt? Habe ich gerade Volt gesagt? Dieser Wolf zeigt uns spezielle Schwertechniken. Allerdings müssen wir dafür erstmal seine Statuen finden. Und ihn dann hinterher auch. Nein. Er ist böse. Er springt mich an. Und beißt mir in den Kopf! Au. Dass das nicht wehtut. Okay. Also. Bla bla bla. Da ist der Wolf. Und im Hintergrund ein komisches Schloss. Das wird sich aber noch später von selbst erklären. Ja, ist gut, greif mich an. Au, das tat weh. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Episch. Das Schicksal mag dich zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Nein! Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln. Und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben, okay? Wenn du dir wahren Mut wünschst, um Hyrule aus dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise ich dich in meinen okkulten Künsten. Okay. Jetzt kommt die erste okkulte Kunst! Ist voll cool, der Fangstoß! Damit können wir Gegner töten. Wie unerwartet. Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergehen, steht aber sogleich wieder auf. Die Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn unverzüglich an und drücke, um ihn von oben springend den letzten Stoß zu versetzen. So, hast du eine günstige Gelegenheit, deinen Gegner den Chaos zu machen, erscheint vor deinen Augen das Signal Fangstoß. Nun, versuche es an mir. Okay, ich töte dich. Und. Fangstoß! Ja, er steht wieder auf. So viel zum Thema, töte den Gegner sofort. Ja, das war ein kühner Schlag. Verpasse nie die Chance für deinen Fangstoß durch Drücken von Bip. Damit hast du die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Juhu! Au! Das ist cool. Du hast die erste okkulte Kunst erlernt. Es gibt noch weitere 6 okkulte Künste, die du erlernen musst. Nein! Doch sie sind nur für den bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt. Für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stelle deine Kraft und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu zerschlagen. Lausche dem Ton des Windes, der den Geist der wilden Tiere ruft, und komme wieder zu mir, wenn du die Statuen gefunden hast. Okay. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Vergiss das nicht. Auf ein Wiedersehen. Lupdidu, ich renne noch schnell zum Tempel. Geh aber noch nicht rein, das mache ich im nächsten Part. Ja, die Spannung steigt. Ihr seid schon wieder da. Verpiss euch. Verpiss dich. So. Der ist schon tot? Okay. Ach, die sind beide so schnell tot. Okay, hier sehen wir uns das nächste Mal wieder auf den epischen Moment, in dem wir den ersten Tempel betreten. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Bis denne.